Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Und ja, eigentlich war es ja in der letzten Woche Sommer, kalendarisch gesehen, aber so richtig war es dann doch kein Sommer. Es war noch eine recht verregnete Woche, aber es war irgendwie schon in Ordnung. Ich hoffe, dass keiner von euch irgendwie Überschwemmungen hatte. Es war doch recht einiges los in Deutschland. Und es gab ja, ganz schön schlimme Bilder, auch aus Berlin zum Beispiel, wo das Wasser ja wirklich die U-Bahn-Schächte runtergeflossen ist. Es ist echt irre, was ja wettertechnisch so in den letzten Wochen los war. Von der großen Hitze über Sturm, über Tornados, über Wahnsinnsgewitter und diese Woche dann Regen. Also ja, ich weiß nicht, war das früher so? Ich frage mich manchmal, oder ob das wirklich extremer wird. Wer weiß es schon. Aber es geht hier natürlich nicht ums Wetter, sondern um die Bücher dieser Woche. Ja, ich habe einiges gelesen und hatte auch tatsächlich einige Highlights in dieser Woche. Und das entschädigt dann für die etwas merkwürdige Woche von letzter Woche. Aber ja, so ist es manchmal. Ja, gestartet hat die Woche, beziehungsweise eigentlich hätte sie noch in die Vorwoche gehört, denn ich durfte Strandküsse und andere Turbulenzen von der lieben Michelle Schrenk vorab lesen. Es war aber noch nicht ganz klar, wann das Buch erscheinen wird. Es ist jetzt letztes Wochenende erschienen und da möchte ich euch heute auch ein bisschen was dazu erzählen. Dann habe ich in einer Lovely Books Leserunde die Chroniken der Seelenwächter von Nicole Böhm gelesen. Der erste Teil, die Suche beginnt. Dann habe ich diese Woche beendet, ja, den Wälzer für den Monat Juni, Der Anschlag von Stephen King, der ja auch in einer Lesegruppe gelesen wurde. Dazu gibt es auch später noch eine Info, denn wir legen die Serie sozusagen nach. Dann habe ich gelesen Meeresblau und Mandelblüte von Elke Becker, ebenfalls vorab gelesen, weil das Buch jetzt erst am 1. Juli offiziell erschienen ist. Und dann Dark Matter, der Zeitenläufer von Blake Crouch. Ein Buch, das wirklich nicht komplett überrascht hat. Es gibt serientechnisch diese Woche nichts. Ich hänge noch so ein bisschen nach Downton Abbey nach, denke aber, dass es dann nächste Woche doch ein bisschen mehr zu erzählen gibt, weil wir starten eine Serie, dazu später mehr. Auch beginnen wir diese Woche wieder mit einem gemeinsamen Lesen. Dazu gibt es dann auch ein paar Infos. Und aber ich denke, wir starten jetzt erst mit den Büchern und natürlich der Kamerakatze. Frau Sunny sitzt auch schon bereit und wenn eine Katze einen so anstiert, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber so langsam gewöhnen wir uns dran, dass wir uns gegenseitig anstieren. Na, ich würde sagen, ja, ihr seht sie jetzt natürlich nicht. Ich brauche vielleicht mal so eine Kamera, die hier nach unten zeigt, die ich dann zeige. Na ja, gut, jetzt setzen wir uns aber hin. Jetzt ist Schluss mit Kuscheln. Wir starten mit dem ersten Buch, Strandküsse und andere Turbulenzen von Michelle Schrenk. Ein Buch, das jetzt vor einer Woche erschienen ist bei Amazon als Self-Publisher, kostet aktuell zum Starterpreis auch nur 99 Cent, hat 117 Seiten und ein wunderschönes Cover. Also das ist wirklich für mich immer ein Highlight bei den Büchern von Michelle Schrenk, dass die Cover wunderschön gestaltet sind, dass das auch wirklich immer so ein Wiedererkennungswert ist mit den Menschen so in Schattenfigur und es ist bunt und lebendig und ich finde die Cover wunderschön, auch hier mit dem Türkis. Absolut ein Traum, gefällt mir unglaublich gut und ich durfte dieses Buch vorab lesen, konnte Michelle auch noch so ein, zwei Dinge sozusagen beim Vorablesen mitgeben und habe mich dann natürlich gefreut, dass das Buch doch schneller als erwartet erschienen ist. Wir treffen hier auf Rike und Rike ist ein absolutes Arbeitstier und sie liebt ihre Arbeit und sie mag keine Urlaube, verspricht aber doch dann ihren besten Freund mit ihm an die Nordsee zu reisen in eine kleine Pension. Und er versetzt sie kurzerhand und sie sitzt dann im Zug, schon total genervt mit ihrem Smartphone, ist da überall aktiv und trifft bereits im Zug auf Nils, einen jungen Mann, der irgendwie nicht ganz versteht, was sie da die ganze Zeit mit ihrem Pling-Pling-Pling-Handy macht und ob sie sich nicht langsam mal entspannen möchte. Ja, am Paradies sozusagen angekommen an der Nordsee bei der Pension Sommertraum, merkt dann Rike, hier ist irgendwie alles anders und sie, ja, das sieht hier auch nicht aus wie auf ihren Bildern im Internet und ganz schnell merkt sie,
dass es hier eben doch anders zugeht als erwartet. Und ihre beste Freundin schickt ihr dann auch noch über eine Facebook-Gruppe oder über WhatsApp ja eine Liste mit Sommerdingen zu, die sie unbedingt tun muss. Und neben den Turbulenzen könnte es dann eben auch zu Strandküssen kommen. Und es war eine Geschichte, die ich sehr, sehr schön fand. Sie war sehr locker erzählt, sie war sehr flüssig. Es war ein wunderbare Charaktere. Rike, ja, man versteht so ein bisschen ihre Gedanken, auch wenn man selbst jetzt vielleicht nicht der extreme Workaholic ist wie Rike, versteht man doch, warum, weshalb und was so ein bisschen dahinter steckt. Die Charaktere sind sehr schön ausgearbeitet und es ist einfach eine fluffige Sommergeschichte und ja, die Charaktere wachsen einen auch ans Herz, auch Nils und auch die Dame von der Pension. Man merkt so ein bisschen Zusammenspiel und es, ja, macht einfach einen Sommereindruck. Man hat das Gefühl, man ist mit Rike an der Nordsee, man läuft mit ihr am Strand entlang und genießt die Zeit, die stürmische Luft, man riecht förmlich auch das Meer und den Sand. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Sie war mir persönlich leider ein bisschen zu schnell erzählt. Das ist, was ich eigentlich nicht von Michelle kenne. Ich fand, es ging ratzfatz, auf 117 Seiten ist so viel passiert und es hatte ein bisschen wenig Raum für Emotionen, was sonst Michelle Schrenk wirklich super kann und wirklich rüber bringt und einen wirklich zu Tränen rühren kann. Das hat hier mir persönlich ein bisschen gefehlt. Liegt vielleicht auch daran, dass es eine Sommergeschichte ist. Da will man vielleicht nicht ganz so tiefe Emotionen, aber mir ging es persönlich einfach viel, viel zu schnell und ich hätte mir da irgendwie gefühlt noch 100 Seiten gewünscht, um wirklich so dieses ganze Gefühl auch ausleben zu können und miterleben zu können. Ja, das Ende ist vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar, fand ich aber wirklich überhaupt nicht schlimm, weil es zwischendurch eben Wendungen gibt, die ich nicht habe kommen sehen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und so ist es wirklich eine schöne Sommergeschichte, die Spaß gemacht hat, die mich unterhalten hat und ja, durch die man wirklich geflogen ist. Und ja, ich finde, die ist absolut empfehlenswert. Jeder, der gerne mal ein Sommerbuch in die Hand nimmt, der da was locker, leichtes möchte, der ja wirklich auch so vielleicht die Nordsee vor Augen haben möchte, der ist bei der Geschichte von Michelle Schrenk absolut richtig und bei 99 Cent für das E-Book, finde ich, kann man nichts falsch machen und kann die 117 Seiten dann auch wirklich genießen. Nach der sommerlichen Geschichte sozusagen ging es letztes Wochenende los mit einer Lovely Books Leserunde. Ich hatte hier den Auftakt einer Reihe oder einer Serie von Nicole Böhm gewonnen und zwar die Chroniken der Seelenwächter, den ersten Teil, die Suche beginnt. Das Buch ist bereits im August 2014 erschienen und das E-Book gibt es aktuell für 99 Cent. Es gibt auch einen Sammelband, wer nicht so auf E-Book steht. Hier bekommt man die Bände 1 bis 3 für 20 Euro. Der erste Teil hatte knapp 150 Seiten und es ist eine Buchserie, die monatlich einen Teil hervorbringt. Und wir sind gleich bisher bei Band 22, 23 und das Buch wurde mir jetzt auch schon mehrfach empfohlen und ich fand dann einfach auch die Leserunde spannend und ich mag ja Leserunden, egal ob auf Lovely Books oder Facebook oder auch privater über WhatsApp. Ich finde es schön, wenn man sich über Leseabschnitte austauscht und ich finde, man liest dann auch einfach ein bisschen intensiver. Und so habe ich die Chance genutzt und habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich das Buch gewonnen habe. Und hier geht es um Jazz, ein junges Mädchen, welches ja ihr Leben so ein bisschen aus der Bahn geworfen wird und es allerlei direkt am Anfang beginnt. Wir haben hier eine Welt, eine Urban-Fantasy-Welt, in der Seelenwächter die Welt bewahren vor Schattendämonen und diesen kommen dann eben auch Jazz zu Hilfe und so manches Geheimnis wird dann aufgelöst. Es ist eine sehr kurze Geschichte mit 150 Seiten. Ja, es ist natürlich nur ein Auftakt einer Reihe und vielleicht müsste man tatsächlich Band 1 bis 3 so als ersten Teil betrachten, wie es auch im Sammelband ist. Wir haben hier eine Urban-Fantasy-Welt, die doch recht schön gezeichnet ist. Wir haben eben wieder Schattendämonen und wir haben eben auch ja den Gegenpart, die Seelenwächter, die dann eben ja im Grunde die Welt retten und beschützen und auch bewahren und das Gute bewahren wollen. Und wir haben eine junge Frau, ja, die so ein bisschen ja noch teenagermäßig am Anfang unterwegs ist, die sich aber doch auch schon in den 150 Seiten recht gut entwickelt. Das Problem hier war für mich, dass es für mich wirklich ein absolutes junges Jugendbuch war, dass ich gefühlt einfach, sage ich mal, 20 Jahre zu alt dafür bin, dass es für mich nichts Innovatives Neues war. Es hat mich doch sehr an Cassandra Clare erinnert, an diese Welt, wie auch so manches funktioniert hat.
womit die Autorin wahrscheinlich gar nichts kann, aber irgendwann hat man halt alles gefühlt schon einmal gelesen. Es war für mich jetzt auch nichts extrem Neues dabei oder Innovatives. Es waren auch so manche Klischees vertreten, die mir nicht so gut gefallen haben, denn alle in diesem Buch sehen heiß aus, alle sehen toll aus, alle sind erfolgreich und alle schmelzen voreinander so dahin. Und das ist mir persönlich einfach zu viel des Guten, weil ich eben gerne auch mal Charaktere mit Ecken und Kanten mag und ja, mich auch in so einen Charakter zum Beispiel verlieben kann oder mitfühlen kann, also ne, insofern, wie man das bezeichnen möchte. Der Schreibstil war mir persönlich viel, viel zu schnell. Ich hatte das Gefühl, ich konnte gar nicht Luft holen. Es ist so viel passiert in diesen 150 Seiten, dass ich auch dachte, warum reiten wir hier so durch diese Geschichte? Die Sätze waren sehr kurz, auch die Kapitel waren unglaublich kurz gefasst und alles war ganz schnell und wenig beschrieben und wir sind wirklich da durchgeflogen und ich hatte da wirklich so meine Probleme mit, mir die Welt vorzustellen, die Orte vorzustellen, die Charaktere vor Augen zu haben. Ich hatte gar keinen Film im Kopf laufen und das fand ich wirklich nicht so schön. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen und ja, es waren nur 150 Seiten, wie gesagt, vielleicht müsste man tatsächlich Band 1 bis 3 in einem lesen und das als ein Buch betrachten, aber das ist es eben einfach nicht und mich hat leider Nicole Böhm nicht fangen können, denn es war für mich viel zu schnell, es ist viel zu viel passiert und einfach in so kurzer Zeit und ich mag es eben einfach ein bisschen ausführlicher, ich mag es in eine Welt versinken zu können und das habe ich einfach in diesem Buch nicht gehabt. Fand ich sehr schade, ich hätte gerne diese Reihe weitergelesen, gerade weil sie auch relativ gute Rezensionen von Menschen bekommen hat, die ich mag und deren Meinung ich auch wertschätze, aber leider konnte mich die Geschichte nicht packen und mitreißen, was ich schade finde, aber jeder, der vielleicht wirklich eher Jugendbücher sucht, die eben für sehr junge Jugendliche sind, also wirklich dann vielleicht so 12 bis 16, 17, 18. Ich glaube, da ist das definitiv was. Ich habe eben einfach wahrscheinlich auch schon zu viel Urban Fantasy gelesen, sodass es mich nicht mehr ganz so vom Hocker reißen konnte. Ganz anders dann Der Anschlag von Stephen King. Das Buch ist ja erschienen im Juni 2013 im Heine Verlag. Meine Ausgabe ist aus dem Weltbild Verlag als Taschenbuch aktuell neu für 13, das E-Book 10. Man bekommt es aber auch gebraucht, schon günstiger. Hat 1072 Seiten und das habe ich ja zusammen in der Lesegruppe gelesen. Und wir haben jetzt gefühlt auch den ganzen halben Monat locker daran gelesen. Ich glaube, es waren 21 Leseabschnitte. Und wir haben, glaube ich, auch ab den 11. daran gelesen oder es waren 20 Leseabschnitte, irgendwie so. Und ich sage so viel, das Ende war der Wahnsinn. Es war eine Geschichte, die mich, ihr habt es auch in den letzten Bücherwochen schon gesehen, total gefesselt hat, total in den Sog gezogen hat, die mich mitgerissen hat, begeistert hat. Und Stephen King hier einfach zeigt, dass er nicht nur Horror und Grusel kann, sondern eben auch eine Art Science Fiction, dass er Zeitreise erzählen kann, dass er eine Welt schaffen kann, in der man sich sofort zu Hause fühlt und in der so viele Dinge passieren, die man auch erstmal verarbeiten muss und er atmosphärisch etwas schaffen kann und er hier wirklich etwas Episches gemacht hat und großes, großes Bücherkino. Und jetzt vielleicht darum, um was es geht. Wir drehen das hier einfach mal ein bisschen um. Ja, es geht um Jake, der ein Portal bei seinem Diner findet und welches ihn in das Jahr 1958 bringt. Und mit dem Dinerbesitzer spricht er und erfährt da so einiges über dieses Portal, also dass man immer an diesen einen Punkt in 1958 reist, dass alle Dinge, die man dort verändert, erstmal auch Auswirkungen auf die Gegenwart haben. Wenn man aber nochmal zurückspringt, also in die Gegenwart kommt und nochmal zurückspringt, sind alle Änderungen verändert. Und je nachdem, was man eben geändert, muss man es eben gegebenenfalls nochmal tun, anders tun, andere Dinge vermeiden, wie auch immer. Das ist eine Aufgabe, die Jake es sich vornimmt und er hat den Auftrag von Al bekommen, dass er unbedingt verhindern soll, dass das Attentat, der Anschlag auf John F. Kennedy im Jahre 63 verhindert werden soll. Und so hat Jake 5 Jahre lang Zeit, Harvey Lee Oswald, den vermeintlichen Täter des Anschlages auf JFK, im Grunde kennenzulernen, ihn zu überwachen, ihn zu überprüfen und zu gucken, wann kann ich ihn vielleicht aufhalten, was muss ich tun.
Und ja, kann ich denn es überhaupt verhindern? Denn die Vergangenheit wehrt sich und ja, versucht allerlei Dinge, damit die Vergangenheit nicht verändert werden kann. Warum und weshalb das geschieht, das muss man mehr oder weniger in diesem Buch lesen. Und es war ein Wahnsinnsbuch. Es gibt so viele Geschichten in dieser Geschichte, denn wir erleben Jake eben, wie er 5 Jahre lebt, wie er Harvey Lee Oswald verfolgt, wie er ihn beobachtet, wie er sein Leben lebt, dass er sich da in den Alltag integriert, dass er Menschen, Freunde kennenlernt, dort einen Beruf ausübt und dann eben auch Dinge tut, die doch tatsächlich des ein oder anderen Zukunft verändern wird. Und wir verfolgen ihn eben ja durch diese ganze Geschichte. Manches klappt, manches nicht und es ist unglaublich atmosphärisch. Also man fühlt sich wirklich wie in den 50ern, 60ern angekommen und es ist wirklich erschreckend realistisch und man hat wirklich den Eindruck, man ist dabei. Denn nicht nur Jake geht auf eine Zeitreise, sondern auch wir werden durch Stephen King auf eine Zeitreise geschickt und es war fantastisch. Es war der Wahnsinn, wie Stephen King das rübergebracht hat, wie er das erzählt hat und für alle, die denken, ach Stephen King kann nur Horror und Grusel, nein, kann er nicht. Er kann definitiv auch Science Fiction, das hat er hier definitiv unter Beweis gestellt. Es ist unglaublich, welche Logik, Gedanken er sich dazu gemacht hat, dass es auch relativ wenig Logikfehler, wie ich finde, gibt, dass er uns eine Geschichte präsentiert, die es einfach unglaublich ist, die mich wirklich mitgerissen hat, in einen Sog gerissen hat und ich dann wirklich nicht mehr die Leseabschnitte einhalten konnte. Es tut mir unglaublich leid. Ich war ein böses Mädchen und ich finde auch gut, dass noch so ein oder andere böse Mädchen dabei waren. Vicky sei gegrüßt, die es nicht mehr ausgehalten haben, die es unbedingt weiterlesen mussten, die es nicht mehr weglegen konnten und uns hat einfach 50 Seiten am Tag dann nicht mehr gereicht. Und man war am Ende so die letzten 250 Seiten an einem Punkt. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich musste weiterlesen. Ich musste unbedingt wissen, wie es endet. Und das Ende, ach, das zerstört einen. Das war wirklich ein Wahnsinnsende. Es war wirklich ein Feuerwerk an Emotionen und an Geschichte. Und ja, ich möchte ja keinen spoilern, dementsprechend, ja, es ist großes Bücherkino und ich freue mich sehr, dass ich es nun endlich gelesen habe, dass es nun von meinem Sub verschwunden ist, dieser wunderbare Wälz. Es war eine Geschichte, die mir lange in Erinnerung bleibt, die mir viel zum Nachdenken gegeben hat und die mich wieder total in Zeitreisefieber gebracht hat und ich einfach merke, Steffi, davon solltest du viel, viel mehr lesen. Und ich weiß gar nicht, warum man seine Zeit mit anderen Dingen vertrödelt. Man sollte nur noch Bücher von Stephen King und Zeitreise lesen. Ich glaube, dann wäre man auch relativ gut beschäftigt. Und ich glaube, bis man mal alle Stephen King Bücher gelesen hat, ja, vergeht wohl auch so ein Jahrzehnt. Ne? Ich glaube, da sind ja einige Bücher da. Also es ist eine absolute Empfehlung. Lasst euch nicht abschrecken von den 1000 Seiten. Es ist wirklich jede Seite, es gibt keine Länge. Jede Seite wird gebraucht, um diese epische Atmosphäre zustande zu bringen. Und das Ende, muss ich dann aber tatsächlich sagen, und das sage ich sehr selten bei Büchern, war dann viel zu schnell vorbei. Ich hätte mir, und das mag bei 1000 Seiten etwas heißen, tatsächlich noch 200 Seiten mehr gewünscht, in denen noch ein bisschen ausführlicher über manches gesprochen wird. Also ich fand tatsächlich, dass es viel zu schnell ging, dass es viel zu abrupt kam und ich hätte mir gern noch mehr gewünscht. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Punkt, den ich, wenn ich Sterne vergeben würde, so ein Fünftelstern abziehen würde von den 5. Ja, eine absolut Hammergeschichte. Und ja, hat mich wirklich mega, mega begeistert. So begeistert, dass wir in der nächsten Woche in der Lesegruppe zusammen die Serie anschauen. Die DVD ist heute bei mir angekommen. 11.22.63, das ist ja der Anschlagstag von John F. Kennedy, also der 22. November 63. Und ja, jeder, der die Serie vielleicht noch nicht kennt und mitgucken möchte, schaut mal in die Infobox, kommt in die Lesegruppe. Da wird pro Folge ein Post erstellt. Und die DVD, also die Serie, hat auch nur 8 Folgen, ich glaube so circa 51 Minuten. Und über die einzelnen Folgen sprechen wir dann in den einzelnen Posts. Ich werde bei mir fast vermuten, dass ich versuchen werde, sie nächste Woche durchzusuchten, weil ich dann die Woche drauf Game of Thrones, die 6. Staffel, nochmal angucken möchte, bevor dann ja schon in 2 Wochen die 7. Staffel startet.
Ja, aber wer Lust hat, die Serie gemeinsam sozusagen zu gucken, der guckt einfach mal in die Lesegruppe und dort wird dann die Serie im Grunde auch besprochen. Die Serie gibt es auf Amazon Instant Video, soweit ich das richtig verstanden habe. Es gehört nicht zum Prime-Angebot, sondern kann man dort kaufen, leihen, wie auch immer. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Und ich selbst habe mich dann einfach für die DVD erschienen, die es gebraucht noch nicht sehr günstig gibt. Ich habe sie mir neu bei Amazon bestellt und sie war jetzt eben auch heute am Samstag da. Und ich bin mega, mega gespannt. Ich finde auch schon den Schauspieler gar nicht schlecht. Das ist ja James Franco. Und ich finde, dass der auf jeden Fall Jake auch gut darstellen wird. Und bin hier auf jeden Fall mega, mega gespannt. Und wer also Lust hat, der guckt einfach mal mit in die Lesegruppe. Und nach diesem epischen Wälzer war mir nach etwas leichtem, sommerlichen und so kam mir das nächste Buch Meeresblau und Mandelblüte von Elke Becker gerade recht. Das Buch erscheint jetzt am Wochenende am 1. Juli im Bastei Löbe Verlag, kostet als Taschenbuch 13 Euro und als E-Book 7 Euro, hat knapp 280 Seiten. Und mir wurde es vorab zur Verfügung gestellt von der Autorin, denn ich bin ja auf dieses Buch aufmerksam geworden durch das Autorensofa, was ich durch Andrea Biefeld kenne und auch durch die Drostens. Und hier gibt es so, ja, so eine Möglichkeit, dass eben Blogger ja hier im Grunde ja von den Autoren die Bücher eben vorab zur Verfügung gestellt bekommen, die sie dann auch lesen können und ja dann eben, wenn es gut läuft, zum Erscheinungstermin auch vorstellen. Und so ja könnt ihr das Buch, wenn euch jetzt ja, meine Gedanken dazu interessieren und gefallen, im Grunde auch direkt gekauft werden, bestellt werden, je nachdem. Mich hat neben dem Klappentext auch das Cover sehr, sehr angesprochen. Es hat für mich direkt nach Sommer gerufen und ja, hat mir einfach direkt gut gefallen und auch der Klappentext war spannend und ich lese ja im Sommer wirklich gerne auch mal leichte, sommerliche Bücher. Es muss eben nicht immer ein ja, extrem episches, düsteres Zeitreisebuch von Stephen King sein, aber ne, das ist für mich halt auch einfach so ein Jahreszeiten-Ding, würde ich sagen, auch wenn ich sonst, glaube ich, eher weniger nach Jahreszeiten lese, aber solche Geschichten klappen bei mir eben im Sommer immer am besten. Und wir haben hier Leonie, eine junge Frau, sie ist Workaholikerin, ist jetzt auch nicht so der große Fan von Freundschaften, Beziehungen, auch zu ihrer Familie hat sie kein so allzu gutes Verhältnis, ihre Mutter setzt sie doch immer mehr so ein bisschen unter Druck, dass sie erfolgreich sein muss, wie das alles laufen muss und ja, sie selbst funktioniert immer mehr, erfährt dann eines Tages, dass ihre Großtante, die auf Mallorca lebte, verstorben ist und sie wird dann eben zur Trauerfeier eingeladen und auch zur Testamentseröffnung, denn ihre Großtante hat mit mehreren Freunden zusammen in einer Art Hotel mit Bauernhof gelebt. Und ja, das ist aber natürlich so ein bisschen heruntergekommen, da geht schon los mit dem Strom und auch mit der Heizung und ja, Leonie ist da nicht so angetan, aber im Testament wird vermerkt, ja, wenn sie das Erbe antritt, dann muss sie auf der Insel bleiben, wenn sie Veränderungen tun muss, dann soll sie sogar ein Jahr bleiben und so, ja, nimmt sich Leonie diese Auszeit von Deutschland und ja, findet sich im ja, nicht so ganz heimischen Mallorca wieder ein und ja, hat da natürlich so die ein oder anderen Probleme und Vorurteile von den Freunden der Großtante und trifft aber dann auf Niklas, das ist der Sohn einer Bewohnerin des Hotels, der ihr doch unterstützend unter die Arme greift und der, glaube ich, so ein bisschen hinter ihre Kulisse gucken kann. Und wir erfahren dann eben auch, dass Leonie in den Kindertagen sehr, sehr oft bei ihrer Großtante war, dass sie immer gern geritten ist und dass sie eben auch jetzt das Reiten so vornimmt und es passieren allerlei wunderbare Dinge zur Mandelblüte auf Mallorca. Die Geschichte, ja, entführt uns nach Mallorca und ich hatte hier wirklich den Eindruck, ich bin mit Leonie dorthin gereist. Man hat wunderbare Bilder bekommen und gerade die Mandelblüte ist ja eine sehr, sehr schöne Zeit auf Mallorca, die ich auch schon erlebt habe, die mir sehr gut gefallen hat und man konnte sich das einfach wunderbar vorstellen. Und auch so diese Fincas, diese Hotels, diese Pensionen, die es gibt, fand ich einfach ganz, ganz toll dargestellt und es hat wirklich so einen ganz echten Eindruck für mich gemacht. Ich kannte
Rebecca Becker als Autorin noch nicht. Das ist mein erstes Buch von ihr. Und umso begeisterter war ich, ja, als ich in diese Geschichte hineingefunden habe, wie die Charaktere gezeichnet wurden, wie tiefgründig sie rüberkommen, wie man so ein bisschen mit ihnen spielt und auch wie die ganze Umgebung beschrieben wurde, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr locker und sehr leicht erzählt, hat aber an den richtigen Stellen Tiefgang, was ich wichtig finde und gut finde, damit einfach Gefühle aufkommen, dass man eben mitgehen kann mit den Charakteren. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sommergeschichte mit einer wunderbaren Message, denn man sollte sein Leben eben einfach jetzt genießen und nicht so viel über alles nachdenken oder in die Vergangenheit gucken oder, ne, sondern einfach jetzt und hier. Und das ist der Moment, den man eben auch hat. Und das fand ich sehr, sehr toll. Die Charaktere alle sehr tief gezeichnet. Man hatte Bilder vor Augen. Es war nicht so, dass die Nebencharaktere einfach irgendwie so, ja, auch Nebencharaktere blieben. Nein, sie hatten alle eine wichtige, zentrale Rolle. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich mochte eben auch diese Idee von diesen etwas älteren Menschen, die eben zusammenleben, wo sich jeder unterstützt, wo eben auch Freundschaft entstanden ist, die sich da um die Tiere kümmern, um das Hotel kümmern, dass da jeder seine Aufgaben hat. Das finde ich immer wieder schön und das erinnert natürlich so ein bisschen an die Golden Girls, keine Frage, auch wenn das hier jetzt eher ein gemischter Haufen war sozusagen, aber es war wunderschön beschrieben und ich finde diesen Gedanken einfach schön, dass sich hier Freunde finden im Alter, die sich eben gegenseitig unterstützen und ich glaube, das wünsche ich mir mal für mein Alter auch irgendwie so eine Insel, ja, und mit den Freunden und ja, in so einer Art WG, da machen wir dann Party und erinnern uns der guten alten Zeit sozusagen. Und ja, das Ende auch hier tatsächlich nicht ganz mein Ende, denn es kam viel, viel zu schnell. Es war wunderschön beschrieben und es war eine wunderbare Verfolgung der Zeit und mit einem Mal hieß es dann ein paar Wochen später und schwupps, war das Ende da. Das fand ich wieder so ein bisschen schade, wo ich dachte, warum errennen wir uns dann beim Ende so? Warum können wir das Ende nicht so gestalten, wie wir es vorher im Grunde auch getan haben? Und ja, das ist so, glaube ich, die Woche der nicht ganz so tollen Enden gefühlt oder der viel zu schnell kommenden Enden. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also klar, hat man, wenn man vielleicht eine gewisse Seitenzahl vor Augen hat, so hatte ich das auch bei Michelle so ein bisschen im Gefühl und jetzt eben auch bei Elke Becker, dass man irgendwie sagt, man muss natürlich irgendwann zu einem Ende kommen, aber ich weiß nicht, da passt für mich so die drei Viertel des ersten Teils nicht zu dem letzten Viertel, wo das Ende ist und ich finde das wirklich irgendwie schade, also dass so das nicht so richtig zusammenpasst, ich weiß auch nicht, aber es war eine tolle Geschichte, auch hier eine lockere, flockere Sommergeschichte und die mir wirklich gut gefallen hat, also in diesem Genre, wenn man locker, flocker Sommerromane nehmen möchte, war das wirklich ein wirkliches kleines Highlight, wie ich finde, mit dem Punktabzug, dass das Ende viel zu schnell kam und ich wirklich so ein bisschen überrascht war, warum endet die Geschichte jetzt und ja, ich ja irgendwie überrascht war. Also es ist, glaube ich, gibt gar keinen anderen Ausdruck und ich dachte, Mensch, so 50 Seiten mehr hätten mir auch hier gut gefallen. Vielleicht bin ich damit auch allein, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr Geschichten habt, in die ihr euch so fallen lasst und schwupps ist die Geschichte zu Ende, ob euch das auch ab und an mal so geht, das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hatte eben bei diesem Buch jetzt auch den Eindruck, aber ja, ich finde das nicht weiter dramatisch, denn so am Strand liegend, im Garten liegend, auf der Terrasse sitzend, ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Es hat auch diese Woche so ein bisschen die Regenwolken vertrieben, denn man hat im inneren Auge dann sozusagen, wenn der Film läuft, eben einfach Sonnenschein, den Strand vor Augen und einfach ein schönes Good Feeling, obwohl es da ja zur Mandelblüte auch noch nicht richtig sommerlich ist, aber es macht eben einfach einen schönen Eindruck und ein schönes Gefühl und ja, also von daher wirklich eine Empfehlung und finde ich auch toll, dass ich ja jetzt eine Autorin entdeckt habe, werde mich da direkt mal ein bisschen bei ihr umsehen, ob mich da noch das ein oder andere Sommerbuch vielleicht anspricht und das passt ja jetzt auch in die Zeit und danke natürlich auch, dass ich das Buch vorab lesen durfte. Und dann war es eigentlich schon Donnerstag und ich dachte, ach Steffi, so ein richtiges Buch wirst du jetzt eh nicht mehr fertig bekommen, fängst du einfach mal mit dem ja, nächsten Wälzer sozusagen an, es ist nicht direkt ein Wälzer, weil es nur ein bisschen was über 400 Seiten hat, aber es war halt schon so ein dickeres Buch, wo ich dachte, ach, das schaffst du jetzt eh nicht mehr so in der Woche. Fängst du einfach mal an und guckst, wie weit du kommst. Ja, weit gefehlt, denn Dark Matter, der Zeitenläufer von Blake Crouch, war ein absoluter Page-Turner, den ich dann tatsächlich auch ja, Freitag beendet habe. Also in 2 Tagen 416 Seiten, ich bin selbst total überrascht.
Ja, das Buch ist am 27. März im Goldmann Verlag erschienen, kostet broschiert 16 Euro, als E-Book 13 Euro. War schon so ein bisschen gehypt von der lieben Paddy und vom lieben Phil, die beide das Buch gelesen haben und es schon großartig fanden. Und umso neugieriger war ich natürlich auf dieses Buch. Es war schon so ein bisschen klar, es geht nicht tatsächlich um Zeitreise, auch wenn Zeitenläufer im Titel steht. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass der deutsche Titel ein bisschen merkwürdig gewählt ist, denn es geht hier wirklich nicht um Zeitreise. Und ich verstehe tatsächlich auch nicht dieses Dark Matter, also dieses dunkle Materie, denn gefühlt hatte das Buch auch nichts mit der dunklen Materie gemein. Aber man weiß natürlich nicht, was sich jemand bei diesem Titel gedacht hat, ob das der Autor sich überlegt hat oder dann auch der Verlag. Und beim Zeitenläufer, da könnte man tatsächlich dann mal den Goldmann Verlag fragen, wie kamt ihr denn da drauf? Denn ich finde das doch sehr, sehr verwirrend. Aber zur Geschichte. Ja, Jason ist ein relativ glücklicher, junger Mann. Naja, so jung ist er, glaube ich, nicht mehr. Hat schon einen 15-, 16-jährigen Freund. Ist, glaube ich, Mitte, Ende 30, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ist Professor und ist auch glücklich verheiratet mit Daniela und trifft an einem Abend, eigentlich der Familienabend, einen alten, Studentenfreund wieder, der gerade irgendeinen Chemiepreis abgesahnt hat und merkt so ein bisschen, hätte das nicht auch ein Preis für mich sein können und wie wäre mein Leben denn vielleicht gewesen, wenn ich mich vor 15, 16 Jahren anders entschieden hätte. Und er wird an diesem Abend dann von einem Mann mit einer Maske entführt, muss sich seiner Kleider entledigen, wird in eine Art Zimmer gebracht und niedergeschlagen und wacht dann in einem Art Würfel wieder auf und scheinbar nicht in seiner Zeit, nicht in seiner Welt, nicht auf seiner Weltebene, nicht auf seiner Zeitebene. Und wird dort als verwirrt von der Reise zurückkehrender behandelt, erfährt, dass er in dieser Welt ein erfolgreicher Chemie-Physik-Erfinder ist, der es eben ermöglicht hat, verschiedene Ebenen unserer Welten, also Parallelwelten, scheinbar zu bereisen. Und ist jetzt eben dort angekommen, wo ihn der vermeintliche andere Jason im Grunde wohl hingeschickt hat, nämlich in die Welt, in der er erfolgreich ist, aber nicht verheiratet ist, keinen Sohn hat und die ihm auch so nicht so richtig gefällt. Und er flüchtet dann zusammen mit Amanda, seiner Psychologin, und wir erfahren mit ihnen und also mit ihm und natürlich auch mit ihr die unterschiedlichen Wege, die er eben hätte gehen können und auch wie sich die Welt eben entwickelt hat. Und der Würfel bringt uns eben in alternative Realitäten, die zeitlich und räumlich zwar parallel laufen, aber sie eben immer zu seiner eigentlichen Zeit irgendwo eine Wendung haben. Also das ist denn jede Entscheidung, die wir irgendwie treffen, egal, gehen wir jetzt rechts oder links, in unserer Welt gehen wir zum Beispiel links, in einer anderen Parallelwelt gehen wir rechts. Und so haben wir natürlich 1000 Verzweigungen und Jason ist aber auf der Suche nach seiner Realität, nach seiner Welt. Ein Buch, das mit Zeitreisen, wie gesagt, gar nichts zu tun hat, sondern wirklich mit diesen alternativen Realitäten, dass man sich die Zeit ansehen kann, was wäre gewesen, wenn. Man aber leider natürlich gar nicht weiß, wo man rauskommt. Diese Erfindung dieses Würfels, dieses Kubus ist unglaublich genial gemacht. Wir werden mit so manchen Fragen dann doch im Dunkeln gelassen. Es gibt nicht auf alles eine logische Erklärung. Ich weiß auch nicht, ob es das in Sci-Fi tatsächlich immer geben muss oder ob man einfach sagt, okay, der Autor wird schon wissen, was er sich dabei gedacht hat. Es muss nicht auf alles eine Antwort geben. Der Meinung bin zumindest ich. Und dieses Buch hat schon mit einer genialen Widmung angefangen, die ich mir rausgeschrieben habe, die da lautet: Für alle, die sich fragen, wie ihr Leben am Ende des nicht eingeschlagenen Weges aussehen könnte. Und das fand ich schon, da dachte ich schon, Steffi, das wird auf jeden Fall was für dich. Ich bin zwar nicht der Mensch, der sich ständig fragt, was wäre gewesen, wenn. Ich auch tatsächlich glaube, dass keiner meiner Entscheidungen so extrem falsch war, dass ich sie umkehren möchte. Also ich bin tatsächlich jemand, der mit No Regrets sozusagen ziemlich meistens durchs Leben geht, der also nichts irgendwie großartig bereut. Manchmal fragt man sich schon, wie hätte das wohl ausgehen können, aber das
ja, ich bin halt jemand, der tatsächlich sehr im Hier lebt und sich diese Fragen nicht sehr oft stellt. Ich das aber tatsächlich ganz spannend fand, weil ich dann selbst eben auch rumgesponnen habe, überleg doch mal das und das und hier und da hättest du anders, wo wärst du denn dann heute? Und das fand ich vom Anregungsdenken tatsächlich ganz faszinierend und ich bin gerne mit Jason diese Wege gegangen und dieses Buch hat mich komplett eingesogen und mitgerissen. Ich habe am Donnerstag, ich glaube, gleich 300 Seiten gelesen. Ich habe nachts um 1:30, kurz vor 2 das Licht ausgemacht, weil ich dachte, Steffi, du musst jetzt dann doch mal schlafen. Und es hat mich total eingesogen. Ich habe die Seiten weggelesen. Es ist ein nicht unbedingt spannender Schreibstil. Es ist ein ganz normaler, kurz gebundener Schreibstil eigentlich, der aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Was ich finde, ist hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also man erfährt eben dadurch, dass man Jason eben so nah begleitet, auch in der Ich-Perspektive, unglaublich viel. Man ist eben auch mit dabei. Man hat einen kompletten Bezug zu Jason und man fühlt einfach mit ihm mit und er hat unglaublich viele Gefühle wie ich finde und das macht ihn einfach unglaublich sympathisch und macht auch unglaublichen Spaß. Man reist mit ihm also durch diese Parallelwelten und man ist wirklich hin und her gerissen und man verfolgt ihn im Grunde wirklich und denkt nur, es muss weitergehen, weiter und noch eine Seite, noch ein Kapitel und irgendwann dachte ich dann, aber jetzt Steffi, jetzt musst du tatsächlich schlafen und mich hat dieses Buch dann aber in den Schlaf verfolgt und so musste ich am Freitag in der Mittagspause nach der Arbeit direkt weitersuchten und hatte ja dann nur noch so um die 120 Seiten und das Buch hat sich wahnsinnig schnell lesen lassen. Es ist wirklich sehr, sehr flüssig. Es ist sehr modern, wie ich fand. Und ich mochte einfach die Gedankengänge, die darin vorkommen. Ich bin halt auch ein kleines Sci-Fi-Mädchen. Das kann ich tatsächlich ja auch nicht leugnen. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht, darin einzutauchen. Diese Idee mit diesen Parallelwelten, mit diesen Metaebenen, das fand ich grandios. Ich mochte das Ende. Ich mochte den Weg dorthin. Ich fand, dass das Buch keine Länge hat. Ich bin total überrascht, dass mich hier so ein Highlight vom Buch begeistern konnte, denn es war wirklich der Hammer. Also es ist wirklich großes, großes Science-Fiction-Kino und es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es gibt natürlich ein, zwei Dinge, die mir logisch nicht ganz richtig erscheinen und wie gesagt, es werden auch nicht alle Fragen beantwortet, aber okay, es ist eben einfach Sci-Fi und es ist schriftstellerische Freiheit, die wir dem Autor einfach geben müssen. Ich finde das auch tatsächlich gar nicht schlimm. Also ich finde das in anderen Büchern, in anderen Genres viel, viel schlimmer. Also ich finde, ein Thriller muss eben einfach auch manche logische Dinge erklären und logisch sein oder ne, oder auch wenn man Gegenwartsliteratur liest, da finde ich unlogische Dinge nicht so, aber in Sci-Fi muss man nicht auf alles eine Antwort bekommen und fand ich dieses Buch wirklich grandios und ich habe mir noch einen Satz rausgeschrieben. Jeder Augenblick, jeder Atemzug beinhaltet eine Entscheidung, doch das Leben ist unvollkommen und wir treffen auch falsche Entscheidungen. Also verharren wir irgendwann in einem Zustand ewigen Bedauerns und gibt es etwas Schlimmeres? Ich habe etwas konstruiert, das dieses Bedauern auslösen könnte. Der Kubus lässt einen Welten finden, in denen man nur richtige Entscheidungen getroffen hat. Es war grandios. Eine absolute Leseempfehlung. Ich fand das Buch wirklich hammermäßig gut. Und jeder, der sich so mit diesen Parallelwelten, was wäre, wenn, gerne beschäftigt und auch so Sci-Fi mag, der ist hier absolut richtig. Ein Riesenhighlight. Auf jeden Fall jetzt schon ein Jahreshighlight, das mich wirklich begeistert hat. Und das war es jetzt mit den Büchern der Woche. Und es war zwar auch ein bisschen gemischt, aber die beiden Highlights und auch die beiden Sommerbücher haben mir einfach unglaublich gut gefallen. Und das ist einfach toll, wenn man in so eine Geschichte eintaucht und gar nicht merkt, wie viele Seiten, wie viele Zeit man verschlungen, vergangen ist und ich fand es diese Woche wirklich toll. Dementsprechend bin ich natürlich nicht irgendwie zum Serien- oder Filmgucken gekommen. Nach Downton Abbey habe ich, wie gesagt, nach wie vor so ein bisschen den Hangover und wollte auch diese Woche nichts irgendwie anfangen, weil ich ja schon wusste, dass wir eben der Verfilmung zum Anschlag anfangen werden nächste Woche. Und ich auch dachte, ach Steffi, man muss jetzt auch nicht immer eine Serie gucken. Und ich habe halt einfach wirklich abends diese Woche relativ viel gelesen.
Und ja, das hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Also es ist, ich lasse mich gern mal von einer Serie begeistern, aber eben auch von Büchern. Und da schlagen dann eben so diese zwei Herzen in der Brust sozusagen. Ja, ab Mitte dieser Woche werden wir gemeinsam Fireman lesen. Dazu haben wir uns in der Stephen King Lesegruppe kurzerhand entschlossen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Fireman ist ja geschrieben von Joe Hill. Das ist der Sohn von Stephen King. Es ist mein dritter Joe Hill und ich bin mega gespannt auf dieses Buch. Es hat ja sehr unterschiedliche Meinungen. Ich bin jetzt einfach mega, mega gespannt, wie es mir gefallen wird und ja, natürlich auch meine Mitleser. Wer also Lust hat, ich denke mal so am 6., 7. werden wir damit anfangen. Die Einteilung ist vielleicht bereits ja auch online, wenn jetzt die Bücherwoche online geht. Ich möchte mich dann drüber machen, wenn das Video hier rendert. Und ja, wir haben hier ja auch relativ viele Seiten vor uns und werden auch wieder so 50, 60 Seiten am Tag lesen. Und ja, schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr das Buch vielleicht auf dem Sub habt oder wenn ihr Lust habt, guckt euch einfach mal das Buch an. Ich packe es auch schon mal in die Infobox und das wird mich auf jeden Fall dann auch im Juli begleiten. Dann läuft noch mein aktuelles Gewinnspiel, was es ja zum 3000 Abos gibt. Das läuft noch bis zum 4. Juli. Wer also noch Lust hat, daran teilzunehmen, hat noch ein bisschen Zeit. In der nächsten Bücherwoche gibt es dann die Auslosung und die Bekanntgabe des Gewinners. Ich hatte ja hier einige Fragen ja, beantwortet und auch zu Beginn ein paar Worte zu den 3000 Abos gesagt, über die ich mich nach wie vor mega, mega freue und mich natürlich auch sehr gefreut habe, dass ich Tiefenwelt aus dem Drachenmond Verlag verlosen kann. Wer also das Video vielleicht noch nicht gesehen hat und das Buch spannend fand, schaut auch einfach mal in die Infobox und macht gerne noch am Gewinnspiel mit. Und dann gab es diese Woche, ja, endlich mal wieder ein Lieder-Highlight, ein Song-Highlight, ein, ach, auf was ich mich unglaublich gefreut habe, denn einer meiner absoluten Lieblingsband, The Killers, hat endlich ihr neues Album angekündigt und die neue Single, ja, herausgebracht und dieses Lied, ach, ich liebe es jetzt schon. Es läuft bei Spotify, ich glaube, seit Donnerstag hoch und runter oder vielleicht sogar Mittwoch, ich glaube, 28. war es. Und ich freue mich jetzt mega auf September, wenn endlich das Album erscheint. Eine Band, die ich vor 5 Jahren, glaube ich, live gesehen habe und auch den Frontman Brandon Flowers habe ich vor 2 Jahren ja in Berlin gesehen. Und das war ja auch sowas total Merkwürdiges. Der Killers ist ja wirklich jemand, eine Band, die Stadien füllt, sowohl in Deutschland wie auch in den USA. Es ist eine Band aus Las Vegas, die so eine Art Glamour-Pop-Rock macht. Ich finde da keine richtigen Worte und ich liebe die Stimme von Brandon Flowers. Ich bin ein absoluter Fan und ich liebe die auch schon bestimmt 10 Jahre. Das wird gar nicht reichen. Nur mal gucken, wann das erste Album war oder das zweite Album, habe ich sie dann, glaube ich, kennengelernt. Und war dann vor 5 Jahren ist das letzte Album Battleborn rausgekommen und da war ich auch auf einem Konzert. Das war der Hammer, wie viele Menschen dort waren. Und vor 2 Jahren war ich in Berlin und genau an meinem letzten Abend sozusagen hat Brandon Flowers in der Huxley Schöne Neuen Welt Halle gespielt. Und ich dachte, wenn der Mann und ich am gleichen Ort sind, das kann kein Zufall sein. Und dann auch noch in der Halle, die ja nach einem Buch benannt ist, das ich toll finde. Dachte ich, das sind viel zu viele Zufälle. Und ja, wir sind zu diesem Konzert und ich weiß gar nicht, wir waren nicht sehr viele Leute gefühlt, wenn da 1000 Leute waren, wahrscheinlich nicht mal 500. Ich kann das schlecht schätzen, es ist eine sehr kleine Halle gefühlt. Und ich dachte so, okay, das letzte Mal war definitiv mehr los bei The Killers. Aber ich glaube, dass das Brandon Flowers ganz gut gefällt. Denn mit seinem Namen verbindet man eben nicht unbedingt The Killers, wenn man es nicht weiß. Und es ist ja sein zweites Soloalbum. Ihm ist ja gefühlt in den Bandpausen immer langweilig. Und dann bringt er ja so seine Soloprojekte raus. Ja, mancher möchte keinen Urlaub nehmen. Und es ist so geil. Das ist so eine geile Band. Das ist so ein geiler Sänger. Und ich finde, wer noch nichts davon gehört hat, guckt einfach mal auf YouTube nach The Killers. Und ich finde diese Band einfach der Hammer. Und ich freue mich mega, dass es endlich eine neue Single gibt. Und dass es auch bald ein neues Album gibt. Und ich bin schon total hibbelig. Und ja, das bringen ja tatsächlich nur sehr wenige Bands und Künstler zustande und ja, The Killers gehört auf jeden Fall dazu. So, jetzt habe ich auch genug geschwärmt. Ja, auch das hat mich diese Woche dann zum Tanzen gebracht, im Auto zum Mitsingen und
das ist wirklich, ach, das ist so für mich direkt Sommer, auch wenn es draußen ständig regnet und es nicht mein Wetter ist. Ja, aber ich fand das Album wirklich großes, großes Kino. Und also die Single hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Und ich liebe sie jetzt schon und ich freue mich, wie gesagt, wirklich aufs Album. Ich glaube tatsächlich, mehr gibt es zu dieser Woche auch gar nicht zu erzählen. Guckt, wie gesagt, einfach mal in die Stephen King-Gruppe, wenn ihr die Serie mit angucken wollt oder wenn ihr Fireman mitlesen wollt. Ihr findet alles unten in der Infobox und natürlich auch die Bücher und Details, was auch immer. Schaut da einfach mal auch in die Infobox und lasst mir gerne einen Kommentar da, ob ihr eins der Bücher vielleicht auch schon gelesen habt, was euch angesprochen hat, ob ihr die Serie mit anschauen wollt. Gerne in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen in den Austausch gehen. Ich hinke leider ein bisschen bei der Beantwortung der Kommentare. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber wer so viel die Woche gelesen hat, der kommt tatsächlich selten an den PC, um das zu beantworten. Und per Handy-App finde ich das immer nicht so schön. Ich mache das gerne am PC und ja, dementsprechend, ja, Antworten kommen auf jeden Fall noch und hab da ein bisschen Geduld und auch ein paar Mails sind noch offen, die werden auch noch beantwortet und ich denke, das kriege ich jetzt am Wochenende hin. Bei dem Wetter ist eh nichts groß mit rausgehen, dementsprechend, ja, werde ich ja zu Hause ein bisschen mehr am PC sitzen und ja, danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Bücherwoche und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.